Da schau her, der DAX kann ja doch was. Hier auf Tagesbasis ist es zu sehen, der heutige Tag bis jetzt hervorragend. Eine wunderschöne, starke Aufwärtsbewegung. Das ist das, was sich viele ja immer wieder gewünscht haben. Und jetzt ist sie endlich da nach dieser blöden Seitwärtsphase, die wir da hatten. Naja, ich sag's jetzt mal so platt, hat der Markt es endlich geschafft. Hier unten sehen wir das erstmal im 4-Stunden-Chart hier. Das ist der DAX Future, also auch das, was nachbörslich, zumindest nach der Kasse, noch weiterläuft. Auch wenn jetzt der Markt nach der Eröffnung hier in Amerika so ein bisschen runterkommt, das muss uns noch nicht unbedingt stören. Das werden wir dann nachher sehen, wohin das geht. Mal einmal das Grobbild. Das ist der Dow Jones im 15 Minuten. Natürlich stark gestaucht, aber sehr, sehr fein aufgegliedert hier über die letzten Wochen seit Weihnachten. Ganz unten links hier an der Stelle, das ist Weihnachten, das ist die Bewegungsentwicklung. Da hat er noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Schärfe, aber wir sehen, dass der Markt jetzt wirklich den Drang nach oben nicht aufgegeben hat, trotz zwischenzeitlicher, naja, sagen wir mal so Warteschleifen, die er da gedreht hat, wo er einfach noch nicht so richtig vorwärts kommen wollte. Trotz alledem, vor dem Wochenende, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir müssen aber damit ein bisschen rechnen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt heute vielleicht Gewinne nochmal mitnimmt, dass er sagt, na, ob das jetzt übers Wochenende trägt. Ich freue mich, was ich diese Woche geleistet habe. Naja, vielleicht weniger ich, aber meine Anlagen. Und der dann nochmal rausgeht und sagt, vielleicht nach dem Wochenende nochmal reingehen, ist vielleicht sicherer. Obwohl man sagen muss, ganz große Unsicherheiten stehen jetzt am Wochenende ja nicht an. Man weiß es natürlich nie, aber Brexit wird am Wochenende wahrscheinlich nicht groß was passieren. Oder habe ich was verpasst? Na, wer weiß schon, was passiert. Deshalb, wie gesagt, die Gefahr vom Wochenende der Gewinnmitnahme ist da. Vielleicht also für den Feierabendverkehr nochmal auf die Short-Seite ein wenig gucken. Das Schöne ist, wenn diese sich dann nicht nur so, sondern tatsächlich wackelig bewegt. Ich deute das mal hier mit dem Finger an, sehr professionell das Ganze. Aber Sie können sich's vorstellen, wenn das wackelig nach unten geht, dann haben wir eine ganz gute Chance, sogar nochmal auf die Long-Seite mit aufzuspringen. Das mag der Markt ja sehr, sehr gerne. Also in der wackeligen Richtung ist dann die Korrektur und dann die eigentliche Trendrichtung, na, die geht ja nun ganz klar nach oben, dann fortsetzen. Wenn er aber jetzt umgekehrt eigentlich ziemlich schubmäßig nach unten flitzt, und dann mal nachher so ein bisschen hochwackelt im Laufe des Nachmittags, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit für die Short-Seite. Das könnte sich auch durchaus beim Euro so ergeben, denn wir sehen das hier im Halbstunden-Chart oder 5 Minuten, wenn man will. Da sehen wir, dass der Markt aktuell ganz kräftig nach unten gegangen ist. Das muss noch nicht stören. Im Gesamtbild auf Tagesbasis sieht man, da ist noch nicht wirklich was passiert. Aber man kann schon erkennen, dass der Markt ziemlich auf der Abwärtsseite unterwegs ist. Und wir nähern uns diesem unteren Trendbereich hier. Ist zwar jetzt nicht eingezeichnet, aber ich denke, das können sich die meisten vorstellen. Und da wird dann natürlich entschieden, was der Markt macht. Das heißt, für mich als Händler ist es relevant, ob der Markt hier jetzt gleich scharf nach oben kommt oder ob der Markt von diesen Niveaus ausgehend dann vielleicht etwas Wackeliges nach oben vollzieht, um uns dann den nächsten Eintritt für den Short nochmal zu ermöglichen. Also auch da bleibt es spannend. Wem das alles nicht reicht, wem das alles nicht gefällt, ein Blick ganz kurz auf die Webseite finanzmarktwelt.de. Da oben sieht man es. Trade des Tages für heute ist der mexikanische Dollar, der US-Dollar gegen den mexikanischen Pesos. Nicht wundern, also das ist immer noch Fieberwahn, das in mir spricht. Trotz alledem ein vielleicht ganz interessantes Währungspaar, was wir da rausgesucht haben. Vielleicht ist da ein bisschen was für Sie mit dabei. Mindestens als Idee, vielleicht für die Umsetzung. Überlegen Sie sich selber, ob das für Sie passt. So, in diesem Sinne ziehe ich mich jetzt zurück und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche sehr gerne wieder. Bis dann auch tatsächlich mal wieder mit Bildern von mir. Ich weiß, das ist nicht ganz so relevant, aber auch mal von draußen. Dann traue ich mich auch wieder richtig raus und dann gibt es auch mal wieder spannendere Videos zu sehen. Bis dahin aber erstmal alles Gute und ein schönes Wochenende.